Da ist ja Mr. Kaiber. Na, dann mache ich dich dann nochmal plätten. Ja. Er bemüht sich, mich schnell zu erledigen, okay? Dann werden wir ja dann mal sehen. Ein Cyberguck habe ich schon mal. Jetzt habe ich keine Falle, jetzt habe ich 4 Zauberkarten. Oh Mann, ey, das ist doch nicht mehr normal, ey. Was ist das für ein Spiel, was mich so ärgern möchte? Dann können wir die beiden Karten da vernichten. Ja, einmal aktivieren, nicht legen. Einmal. Zweimal. Und dreimal. Und dann Attacke. Fies sein und volles Rohrattacke. Hab ich noch ein Verbrecher-Duo, ey? Weil das wird dann übelst. Nee, hab ich nicht. Schade. Habe ich leider. Ich hätte auch Überläufer spielen können, sehe ich gerade auch. Egal. Da sogar noch 2 Karten ziehen. Wie großzügig ist der denn, ey? Jetzt habe ich kaum noch Lebenspunkte. Alter, ich habe echt zu wenige Monster im Deck, ey. Das geht gar nicht. Sack hat ja sowas von die Schwäche auf Monster, ey. Das ist nicht mehr schön. Ah, wir beenden jetzt mal kurz dieses schnelle Duell hier. Cyberkrug-Technik ist ganz easy. Vor allem schnell zu erledigen, ganz einfach. So, Marek, du bist platt. Beim Ritual waren wir schon geblieben, kommt jetzt das Booster wieder. Nehmen wir nochmal Marek. Statt 3 Siege habe ich schon. Nice. Er wird sich bemühen, mich schnell zu erledigen. Okay. Das werden wir ja sehen. Was sagt er eigentlich jetzt jedes Mal? Weiter geht's. Magischer Zylinder. Okay. Verdeckt legen. Siebenfarbiger Fisch rufen. Summon. Summon heißt beschwören. Ja, Sukiyo schwert sich auch so ein bisschen ins Englische. Aufgetan. Ja, den Angriff lasse ich natürlich durch. Bist du schlechter? Gib mir 2 Handkarten. Hallo? Hat der so ein. Okay, 3 verdeckte Karten. Können die jetzt so ein bisschen zum Verhängnis werden? Oder mir? Magischer Dorn, okay. Schnapskal! Juckt mich nicht. Herbeigerufener Totenkopf rufen. Ich gebe ihm ja keine Karten. Ich bin ja gemein, ne? Hier. Auftrag der Dämon. Blitzangriff. War ich jetzt stehen geblieben? Ich weiß es gar nicht mehr. Bei mir zählen. Ich vergesse das jedes Mal, wenn ich mitten im Duell bin. Oh, noch eine verdeckte Karte, okay. Axtmonster. Ey, verdrückt mich jetzt aber auch hier. Das kann aber auch nicht sein. Jetzt kommt Spiegelkraft, passt auf. Nein, okay, doch nicht. Okay, jetzt da auch ein bisschen Geld drauf gesetzt. Das war dumm. Ich habe auch noch so einen magischen Zylinder da verdeckt liegen. Wenn jetzt so ein Force-Angreifer kommt. Ach, komm. Ich habe eine Idee. Ich weiß, wie wirst du hier locker gewinnen. Oder seine Fallenkarten da irgendwie aktiv werden. Also Marek fand ich jetzt 2-mal einfach. Und davor war er ein bisschen nervig. Und Reanta ist am nervigsten. Hat er echt eine scheiß Exodia da zusammenbekommen im letzten Part? Ah! Das regt mich dann doch so ein bisschen auf. Kann doch nicht sein, dass er eine scheiß Exodia da zusammenkriegt. Da war ich schon die große Motte ist die nächste Karte, das nächste Booster gewesen, genau. Ja, Duellantenwoche. Geht das echt so schnell hier, ey? Da ist aber echt nur Müll drin. Da ist und bleibt nur Müll drin. So, sind wir bei der U-Bahn-Station hier. Aber wie gesagt, die Turniere kommen immer alle später, so second. Das bedeutet, er fängt wieder mal an.
Okay, dann müssen wir zum Beispiel die Topfdecke hier schon mal ruinieren. Sage ich ja. Weil die freundliche Wohltat, eins von beiden. Oder keins von beiden ist auch eine Möglichkeit. Shinzo weg und großes Auge weg. Schwarzes Loch activate. Okay, es war nur ein normales Monster. Dann kommt der Wächter. Kommen zwei Karten verdeckt und dann greifen wir schön an. Schön wieder Damage machen. Habt ihr schon mal versucht, mit 4000 Lebenspunkte zu spielen? Ha! Dann ist das wohl aber noch. Nein, diesmal mache ich's. Weil diesmal möchte ich das Duell auch mal so gewinnen. Den spielt er oft. Die Karte ist in meinen Augen totaler Müll. Totaler Müll. Totaler Müll. 1650. Ich hasse diese krumme Zahlen immer zu rechnen. 2, 6. Ach, wenn wir also einfach sehen. Müsste aber reichen. Nein, reicht nicht. 100, um mich 100, um 100 verrechnet. Die 100 Punkte, ey. Ja, das ist ein Force-Angreifer-Wert. Bei Force-Angreifer das Ding jetzt schon entschieden hier. Magischer Zylinder, okay. Ob vernichten wir denn jetzt auf eine andere Art? Pinguin-Soldat. Ja, bist so ein Noob, ey. So ein Noob. Er hätte natürlich Dynamis vernichten müssen, damit er überlebt. Nein, was macht der? Zerstört mein Stärkeres, ey. Oh, Marek, ey. Ist schon ein kleiner Vollpfosten, ja. Bisschen dumm war das, aber egal. Jetzt gehen wir mal in die andere Richtung. Geht, glaube ich, schneller, ne? Große Motte. Ja, hier die drei. Arcane, habe ich den eigentlich schon fertig? Ne, wir haben noch nicht fertig, okay. Fehlt auch noch Odion, fehlt auch noch. Odion fehlt noch, Arcana fehlt noch. Veranta fehlt noch, dann hab ich's, oder? Hm, da müsste ich sagen, mit den Raritätenjägern. Weil so viele sind's ja eigentlich nicht. Wenn ich mich richtig erinnere. Sondern liegt auf wenn. Ne, das waren die. Man könnte Glocke jetzt das Schirm auf sein eigenes Mord, dann ist die 3G-Karte nutzlos gewesen für ihn. Habe ich einen schweren Sturm auf der Hand? Nein, natürlich nicht. Aber was hat der schon für gefährliche Fallen kann bis jetzt gespielt? Also. Bis jetzt war es überschaubar. Bis jetzt war es überschaubar. Bis jetzt. So, Opfer was? Oh, vor Gott, nein. Den vernichte ich aber sofort. Ich möchte keine Handkarte verlieren. Verliere ich über 1000 Lebenspunkte, ey. Ich frage mal, was ein verdecktes Monster ist. Das kann eigentlich nur ein Effektmonster sein. So Magier des Glaubens oder sowas. Weil sonst hätte er das geflippt. Sag ich doch. Es konnte nichts anderes. Ach nein. Es konnte nichts anderes sein. Das ist die Erfahrung. Die Erfahrung sagt mir, das kann nichts anderes. Was? Schwertkämpfer von Lannister. Lanchkin heißt der hier, okay. Lannister heißt der auf Englisch. Da passt ja Lanchkin, aber Lanchkin hört sich so scheiße an. Ach. Sowas hast du da also liegen gehabt. Interessant. Also hat aber gar keine Handkarten mehr, von daher ist es eine Todesgeburt. Also man hat die ewig Infernalen gespielt, die war dann die ewige Finale, das fand ich auch eine nette Idee. Wo man keine Handkarten haben darf, damit deren Effekte aktiviert werden. Hört sich auf jeden Fall nice an. Hab's noch nie gespielt. Und die waren mal wirklich, die sind gut. Einer Zauberkarte vor allen Dingen, da sind sie richtig gut.
hören und sagen, weiß man viel, ja. Immer schon wieder mit Lehrer-Combo hieß es damals in der Serie. Das ist deine berühmte Lehrer-Kombi. Ja, genau, das war meine Lehrer-Kombi. Habe ich noch viele Lebenspunkte? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, hätte ich machen können, aber hätte nicht gereicht. Ein Cybergruß, mir habe ich den Forstangreifer können. Ah, doch, hätte gereicht. Habe ich hier sowas noch? Ich glaube, sie im Werkzeug des Banditen liegt da oder sowas. Irgendwie sowas, genau. Irgendwie sowas liegt da rum. Nichts Gefährliches. Auf jeden Fall nichts Gefährliches, weil das Ding habe ich jetzt gewonnen. Adios! Magister! You win! Yeah! Ich glaube, ein Duell packe ich noch rein. Warte, ne, zwei. Machen wir 20, immer wieder hier 20 Minuten. Habe ich die Cyberwehr vorhin geöffnet? Ich glaube, ja. Ja, ja. 6-mal haben wir ihn schon, okay. Da fehlt noch 4-mal. Okay. Ah! Aber da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, dass die beiden tauschen. Na gut. Aber das müssen wir auch machen. Können wir ihnen gleich mal. Na gut, habe ich jetzt nicht drauf aufgepasst. Ich bin ein Monster, ey. Ach, Deck, du bist sowas von Scheiße, wenn er nicht auf Deck hier dabei wäre. Ach, Göttchen, ey. Was wollen wir mit der Hand anfangen, ja? Das ist. Ohne Monster zu spielen ist ein bisschen blöd. Sehr, sehr blöd. Ja, jetzt muss ich mir den Toffdeck hier zurückholen. Der tritt aber auch jetzt auf einmal auf. Hier bin ich auch nicht von ihm gewohnt, von Bakura. Aber keine Falle. Alter, ey, gib mir jetzt was Anständiges. Ja, muss ich sogar noch aktivieren. Einmal. Zweimal und Attacke. Fallgrube sollte reichen. Sollte gegen ihn reichen. Falls jetzt echt ein stärkeres Monster nochmal beschwört. Ah, die Tau. Ah, ich muss ja noch. Joey Mai muss ich noch machen. Yugi und Yami und Atem. Bakura haben wir schon gemacht. Das war's, glaube ich, dann. Oh, ja, Mike, Geiber und Mugo waren wir auch. Ich glaube, die beiden braucht man gar nicht erwähnen. Dass sie gegenseitig tauschen. Ich das sehr gewusst, hätte ich mit meiner Hexe angegriffen. Naja, egal. Ja, das war's eigentlich. Fällt es nicht ein, wenn noch tauscht. Aber ein Symbol haben wir jetzt nicht dazu bekommen. Fallgrube. Apropos Fallgrube, da kann man aber ich sehe es doch eigentlich schon erzählt. Ich weiß echt nicht, was ich schon erzählt habe, was nicht, ey. Von früher. Aber früher war Fallgrube, ich glaube, die war echt lange im Deck vertreten. Bis dann wirklich die bodenlose Fallgrube kam. Weil die bodenlose Fallgrube war ja in dem Sinn besser, weil es auf Spezialbeschwörung gegangen ist, die ja mittlerweile sehr, 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 sehr beliebt ist. Also jeder, der hier Spezialbeschwörung in irgendeiner Form unterbindet, der hat einen neuen Feind dann gewonnen. Sag ich's mal so. War ich sogar mal interessant, sag ich dann immer. Wie kommst du gegen so ein Deck dann an, was komplett drauf ausgelegt ist, sich nur zu blocken? Und zwar, oh, das kann dich so wirklich richtig nerven. Und deswegen wählen wir das so hier mit dem Clown-Zombie. So, wollte eigentlich jetzt nicht Bakura machen, aber egal. Wir haben das Szenario, und das war ja das Wichtige. Also wenn du mal wirklich ein Deck hast, was auf Spezialbeschwörung hier annullieren gedacht ist, dann. Hallo, neuer Feind. Wir sind wieder zusammen. Aber machen wir Odion. Machen wir Odion zum Schluss hier noch.
Ganz einfach, machen wir noch Odeon hier in dem Part. Und das war's, hab ich wieder drei Parts aufgenommen, das reicht. Bis Part 44. Schamnetz muss ich auch noch erstellen, von daher. Da er ja gerne Fallenkarten spielt, spiele ich auch Fallen. Jetzt pass auf, ein Monster oder fünf verdeckte Karten. Ja, Glocke der Zerstörung. 1900, 1900. 2-0, das ist aber wenig. Oh, zwei verdeckte Karten ist extrem wenig. Okay, aktiviert nichts, dann wird dann so eine Spiegelkraft wahrscheinlich liegen. Okay. Okay, Ojo, du überrascht mich gerade ein bisschen. Indem du nichts aktivierst. Komisch. Okay, ein Faustangreifer. Ja, verdeckte Karte, umdrehen. Das war jetzt aber irgendwie, das war mir jetzt irgendwo klar, dass das im Werkzeug des Banditen rumliegt. Piep, 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 piep. Die Lichtschwerter, okay. Ja, dann habe ich eine Idee, wie ich das Duell gewinne. Muss ja nur diesen Faustangreifer wegkriegen. Ach, so ist er auch weg. Er ruft natürlich ein neues Monster, legt eine neue verdeckte Karte. Aber was du kannst, kann ich auch. Schon die Cyberdose. Hat er den Stuff in Monster gelegt? Flap-Effekt! Vernichte alle Monster auf dem Feld. Somit war dann Opfern für die Katz. Mr. Aurelian. Ich hatte immer eine Schade. Auf der Gier. Überläufer. Okay. Teil. Das erste Monster war es, oder? Ja! Gut aufgepasst, noch gut noch im Gedächtnis. Ja! Die wollte ich ziehen. Schwerer Sturm. Jetzt kommt die Monsterarmee. Riesentrunner, noch besser, ey. Krieg ich mir eine Lichtschwerter noch auf die Hand. Okay, Magie des Glaubens, Hinwechsel des Banditen. Spiegelkraft! Oh Gott, was nehme ich mir jetzt noch auf die Hand, ey? Jinso natürlich. Den kann ich sogar noch rufen. Opfern wir den Fisch dafür. Oh, ich spiele trotzdem Riesentornade aus. Hau nochmal die Lichtschwerter raus. Darf er sich eine Zauberkarte wie Darkhold zurückholen? Oh, das wäre jetzt eh entschieden. Monster erledigen und damit Jinso vernichten. Da machen wir beim nächsten Part dann Odeon weiter. Bei Deck muss ich echt nicht bearbeiten. Ist ja nicht gut abgestimmt. Neue gute Karten habe ich auch nicht irgendwie nicht gewonnen. Helfen wir noch mit dem Magier hier. Und dann sag ich einfach mal bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder ist. Let's play Yu-Gi-Oh! World Edition. Stay Made, Do the Destiny. Duell!